Und weiter geht's, ihr Wilden. Ab hier wieder zum Mississippi. Heute mit einem neuen Ballermann. Und wir suchen uns gezielt die Waschbären raus. Also ihr Lieben, legen wir los. Gucken wir hier gerade nochmal eben am Store. Ich war gerade noch im Livestream schön unterwegs. Auf der Map, wir haben ein bisschen was erkundet, einiges neu erlegt, einen Diamond Waschbär geschossen, das war schon mal richtig gut. Und ja, was habe ich für einen Ballermann? Ich habe mir gegönnt bei den Gewehren, da ist er, Häkchen ist dran, 75.000, nicht ganz billig für so ein kleines Gerät, aber auch wirklich cool, finde ich auch übrigens übelst geil von der Färbung des Holzes hier. Mega gut gemacht. Und wenn wir hier reingucken, kompatible Gegenstände, haben wir hier die Munition. Ich habe mal 10 Schuss hier mit der ganz normalen, mit der großen Aufpilzung mit der Munition genommen. Und ja, eine Handvoll und noch ein bisschen mehr Schuss hier mit der Piercing-Munition sozusagen. Mit erhöhter Durchschlagskraft. Nichtsdestotrotz muss ich gerade mal eben schauen. Ich brauche auch noch ein paar Schuss für die 303. Die ist nämlich komplett leer. Wo war denn die? Wo hatte ich denn die? Hier ist sie doch. Kompatible Gegenstände. Genau. 3 Schuss habe ich nur noch. Das ist ein bisschen mau. Da müssen wir uns ein wenig gönnen. 880. Okay, 23 Schuss reicht komplett aus. Ja, ich würde sagen, wir legen los. Ja, einmal selten, ein seltenes Wetter hier. Richtig schön Sonnenschein. Wunderbar, ey. Heute den ganzen Stream über komplett quasi im Dauerregen rummarschiert. Das erklärt natürlich auch, warum es hier so übelst nass und überschwemmt überall ist. Einen mythischen Alligator heute gesehen. Leider nicht getroffen. Zweimal drauf geschossen auf über, boah, was war das? Um die 300 Meter entfernt. Und das war nicht so gut. Das war wirklich nicht so gut. Ob das an der Spiegelung im Wasser liegt, wie auch immer. Aber irgendwie gab es da einfach gar kein Ergebnis. Und ja, das macht natürlich dann keinen Bock. Leider weg gewesen, das Viech. Aber immerhin, ich kann ja mal eben zeigen, wo der war. Vielleicht habt ihr den ja auch an der gleichen Stelle. Hier in diesem Schlenker, in diesem Altarm, da war der dann hier in diesem Bereich. Nicht schlecht, habe ich mir gedacht. Kann man mal machen. So, und jetzt müssen wir mal gucken, wie der Wind gerade läuft und dreht und sich bewegt. In die Richtung wollen wir nicht, in die könnten wir. Aber auch in die, das heißt, wir laufen grob in die Richtung. Genau. Halten natürlich die Augen und die Ohren wieder offen. Und ich muss nochmal eben schauen, habe ich denn alles richtig eingestellt? Ich habe den Bogen immer noch dabei, hatte ich ja beim letzten Mal, hatte ich den beim letzten Mal auch schon. Zumindest im letzten Livestream auch schon mit dabei, weil er eben die Munition hat für Kategorie 1 und 2. Genauso wie jetzt eben der neue Ballermann. Hier ist er mit der Kategorie 1 und 2. Das ganz normale 4 bis 8x42 Scope drauf. Zusätzlich habe ich dabei den Colt mit dem Kaliber, ja, 410 Vogelschrot. Achtung! Komplett verbuggt. Also bei mir heute Katastrophe, komplett verbuggt. Ich werde es gleich nochmal testen. Ich konnte quasi nur einmal schießen und danach waren die ganzen Schüsse sozusagen verklemmt oder leer. Also ganz, ganz eigenartig. Also auch mit dem Nachspannen immer wieder, auch da ging einfach nichts mehr raus. Sehr, sehr eigenartig. Vielleicht wird das irgendwie noch gefixt. Ich hoffe, dass das schon irgendwie einigermaßen bekannt ist. Ja, das war halt ein bisschen mies. Da ist einiges abhanden gekommen.
was man hätte gut schießen können. Zum Beispiel die kleinen Wachteln. Alter, jetzt musst du dir aber gerade überlegen. Die kleinen Wachteln. Genau, was haben wir denn hier? Schweine. Schweine hatte ich heute auch einige. Da ist natürlich praktisch, dass ich jetzt gerade das große... Wobei, die sind Stufe 4, ne? Die sind Stufe 4, weißt du was? Na komm, ich lasse erstmal noch das Vogelschrot drin. Vielleicht finden wir ja noch ein paar Wachteln hier. Ich muss halt so ein bisschen hier am Wasser entlang laufen wegen dem Wind. Ich mache nochmal den Geruchsneutralisierer drauf. So, schön. Eindeodorieren. Läuft. Und dann halten wir mal die Augen offen. Das sind doch tendenziell kleinere Spuren. Und wenn ich jetzt von hier nach Süden gehe, guck mal, dann laufen wir schön am Wind vorbei. So machen wir das auch. So machen wir das auch. Südosten wäre ein bisschen zu stark, aber Süden passt. Guck mal da, Florida-Waldkaninchen. Auch natürlich jetzt übelst praktisch. Das heißt also, mit dem neuen Gewehr, alles was jetzt Stufe 1 ist, ob das jetzt eben so eine Wachtel ist, ob das eine Kanada-Gans ist, wie auch immer, oder eben hier so ein Kaninchen, das kriegt man ja jetzt deutlich dominanter quasi gelegt. Deutlich, ja, mit deutlich stärkerer Munition. Und das ist dann trotz allem halt immer noch, ja, passende Munition. Weitgerecht erlegt sozusagen. Ist halt richtig krass, finde ich wirklich gut, ist natürlich... ein mächtiger Buff sozusagen. Wir hören auch natürlich gleich, wenn der Ballermann losschießt. Oh, guck mal da hinten. Da haben wir so ein Kaninchen, aber noch sehr, sehr weit. 200 noch was Meter. Ich gehe aber auf den neuen Ballermann. Auf 150 Meter. Komme ich da dran? So gerade noch nicht. Gucken wir mal, ob der Hase hier bis hier vorne durchkommt. Das wäre nicht schlecht. 120 Meter ist hier. Oder bleibt der stehen? 120, 130 Meter. Der Wind geht natürlich auch gerade genau in die Richtung. Das wäre natürlich jetzt nicht schlecht. Gehen wir mal langsam vorwärts. Oder der ist schon abgebogen und hier ins Feld rein. Geht einfach mal langsam hin. Auch nicht zu laut hier rumstampfen. Das wäre es natürlich jetzt. Ja, wie gesagt, Waschbär. Oh, oh. Liegen da Schweine? Ach nee, das sind die Röhren. Waschbär schon als Diamant. Da bin ich ja schon echt froh, ey. Andererseits hat das immer so ein bisschen diesen Nachteil. Oder so diesen faden Beigeschmack. So, ja, Waschbär habe ich jetzt, ne? Abgehakt. So, jetzt mal so ein bisschen hier rumlunkern. Auch nochmal in die Richtung. Ich gehe nochmal ein bisschen in die Hocke. Nicht, dass wir jetzt hier direkt was vertreiben. Und dann gucken wir mal, ob wir nicht gleich hier das... Feld hochgucken können. Ich suche übrigens immer noch einen richtig geilen Spot für die Wachtel. Also wenn du einen Spot kennst für die Wachtel, gerne unten reinschreiben. Gucke ich mir gerne an. Ist natürlich immer ein bisschen schwierig zu beschreiben, die Stellen. Aber ich glaube, anhand der Außenposten, wenn man jetzt irgendwie sagt, keine Ahnung, südlich, nördlich, westlich vom Außenposten, bla bla bla, keine Ahnung, hier zweites, drittes Feld oder so, dann wird man das doch, glaube ich, auch irgendwie finden, die Spots. Wobei es kann natürlich auch sein, dass es so ein bisschen unterschiedlich ist, ne? Von Map zu Map oder Account zu Account. Vielleicht gibt es da einfach ein bisschen unterschiedliche Aufteilung. Ich glaube, der Hase ist weg. Wir standen ja auch, oder er stand ja auch, oder ist er quasi genau reingerannt in den Mief. Ha! Da ist er! Da ist er, da ist er, da ist er! Jetzt rennt er gerade weg.
Kriegen wir ihn noch? Die Markierung wäre halt praktisch, dass man ihn dann zumindest noch ein bisschen sieht. Der hat sich echt ganz flach gemacht. Komplett in Deckung gegangen. Krass. Nee. Doch da hinten. Ganz am Ende. Tja, schwierig diese kleinen, aber auch immer wieder geil. Ich mag es. Ich mag auch wirklich da hier die kleinen Tiere tatsächlich. Ist halt immer so ein bisschen, man muss halt in der Regel vorsichtiger sein, genau wie mit den Füchsen, mit dem Graufuchs hier. Ich hatte nochmal nachgeschaut beim Graufuchs, ich weiß gar nicht, ob ich das, ist das letzte Video schon wieder so lange her, ey. Ob ich das beim letzten Video schon gesagt habe, den kann man tatsächlich mit dieser Lockpfeife Hase auch anlocken. Und es steht halt nicht dran, ne? Also an der Lockpfeife steht es nicht dran, aber in den Infos zum Graufuchs steht es mit drin. So, dann gucken wir mal ein bisschen nach den Spuren. Was sagt der Wind? Der Wind sagt alles okay, Himmelsrichtung auch okay. Wir gehen einfach hier weiter in diese Richtung. Da ist die Spur, das ist sehr alt, vom Waschbär. Alter, nicht auszudenken, es ist halt einfach übelst laut. Immer wieder, ey. So, trabend, Graufuchs. Alter, hier ist ja gerade alles unterwegs. Waschbär. Und wo ist der Hase hingerannt? Da ist er. Auf 100 Meter. Oh. Nicht an dem Baum. Jetzt. Uff. Mag ich ja überhaupt nicht, ne? Durch die ganzen Bäume durchschießen. Aber ich glaube, das war freie Schussbahn. Man hat auch so einen kleinen Hüpfer gesehen. Und ich glaube, da haben wir auch... Da haben wir auch den Fleck. Oh, da sind die Wachteln. Brunftschrei Wachtel. Ich bleib mal ganz leise auch unterwegs. Das war durchaus vielleicht hier in dem Bereich oder hier. Komm, das ist noch ein bisschen weiter weg. Da gehen wir erstmal eben hin. Die Wachtel. Also da ist natürlich jetzt der Ballermann hier übertrieben für, ne? Also wirklich, wirklich übertrieben. Ich denke, die sind da hinten in dem Feld. Aber auch der funktioniert natürlich mit der Wachtel. Immer noch weitmännisch sozusagen. Eine Wachtel in Diamond wäre natürlich auch ein Traum. Die sind natürlich wirklich super tricky zu entdecken. Aber man kann sie ja auch, wie gesagt, vom Boden aus, wenn sie auf dem Boden rumrennen, auch da jagen und auch erlegen. Guck, siehst du, ja, die sind auf dem Acker da hinten. Genau, sehr, sehr cool. So, was haben wir hier? Wo haben wir denn jetzt hier den Anschuss? Markierung mal eben setzen, Mitte von dem Fleck. Wegpunkt, also ich bin schon dran vorbei. Hier oben war es und siehste, man sieht es auch schon. Da liegt der Hase im Pfeffer. Sehr gut. Ist gar nicht weit gekommen. Gucken wir mal eben rein, wie der Schuss war. Goldwertung Hase, ist das der Hammer? Von, ja, so schräg von hinten. Den kleinen Hasen. Aber immerhin in Goldwertung ist das schon mal nicht schlecht. Finde ich gut. Kann man machen. 1,9 ist dann das Gewicht für Diamond. Also ein ganzes Stückchen zwar über Gold, aber mit 1,6. Aber 1,9 dann das nächste Kaliber. Ein Zweier. Ob das dann ein Dreier ist?
ob das ein Dreier dann ist als Hase. Das wäre ja krass, wenn man das so sieht. Okay, jetzt gehen wir doch mal in Richtung Wachtel. Ich meine, ja, ich komme. Ich bin ja super zufrieden, wenn ich eben auch was anderes finde als einen Waschbären. Ich würde gerne jetzt den Waschbär finden, weil das eben genau die richtige Waffe ist halt für den Waschbär. Funktioniert auch super. Die letzten Waschbären und den, da war das, ne? War das hier? Oder war das hier? Ich meine, es war hier, genau in dem Bereich war der Diamond-Waschbär. Weiter oben. Aber wie gesagt, auch die Wachteln nehme ich natürlich gerne mit, weil sie so super selten sind. Jetzt überlege ich natürlich, ob ich auch da mit einem dicken Ballermann drauf schieße oder auch vielleicht mit der Schrotpistole. Ich denke, ich nehme die Pistole, den Revolver. Einfach auch mal, um zu gucken, ob es wirklich jetzt immer noch verbuggt ist oder ob das vielleicht nur in der Session quasi war, wo ich jetzt oder die ich da quasi geladen habe für den Stream. Nichts zu sehen. Also auf Entfernung sieht man die auch tatsächlich mal am Boden rumsitzen oder so rumrennen und so rumpicken. Es fühlt sich wirklich an, als ob man auf Spatzen schießt, ne? So winzig klein sind die. Vielleicht ein bisschen dicker. Aber halt dicke Spatzen. So. Aber auch dementsprechend schwer zu sehen. Und ich denke, wenn ich jetzt gleich näher komme, machen wir uns schon mal startklar, dass die vielleicht gleich wegfliegen. Dann muss man schnell sein. Was haben wir hier? Irgendwelche Spuren. Auch wieder Hase, frisch. Also auch hier wird irgendwo, da hinten hin ist ein Hase gerannt. Guck mal hier, alles überschwemmt, ey. Überall Wasser. Krass. Ich glaube, es war eher hier, ne? Bisschen weiter rechts. Mal eben kurz schauen, hier vor den Spuren. Man sieht das ja auch immer, die Spuren. Oh, der Graufuchs auch. Ob man das irgendwie... Ob man das... Hier. Da sind sie, die Wachteln. Und die Frösche gluckern hier rum. Ist das geil, ey. Da, 6 Tiere, 4 bis 7 Uhr. Wir haben 8. Gerade weg. Die kleinen Wachteln. Was haben wir denn hier für einen Spot? Die sind doch jetzt nicht gerade weggeflattert, oder? Ich meine, man hört das doch in der Regel, wenn die wegflattern. Hase, 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 Hase. Da sitzt du einfach. Ui, das ist aber weit weg. Das ist aber weit weg. Ha! Da sitzt du einfach. Auch wieder Goldwertung. Auch wieder 1,60. Schön. Ja, mit dem Schrot natürlich direkt von der Seite. Perfekt. Und jetzt gucke ich natürlich, was gibt das? Kaliber, ja, Vogelschrot. Bringt. Ist hier gerade was vorbeigelaufen? Geldbonus. Oh! In den Po geschossen. Uncool. Was ist denn jetzt los? Was wollt ihr denn? Was wollt ihr denn mit mir hier anstellen? Alter, ich werd ja weich. Ist da nicht noch einer vorbeigelaufen? Da knicken doch die Halme um. Hier. 50 Meter.
Zack. Okay, der andere, das war natürlich jetzt hier wirklich von in den Po geschossen. Das ist ja Katastrophe. Wer macht denn sowas allen? Aber das ist ja ein Ding, Alter. Die Waschbären, da rennen sie mich hier über den Haufen, ey. Alter, du denkst, kannst es dir nicht ausdenken. Der ist schon alt und müde, ey. Da rennt hier so eine kleine Waschbär-Gang rum, ey. Ist das cool. So, eben Reload. Wir haben 6 Schuss drin. Da haben wir ihn. Also, und das ist halt der Punkt, ne? Es ist immer noch Kaliber 22, Kaliber 22H Munition, Piercing. Durchschlag 15 hat das Ding. Und wir kommen tatsächlich durch. Wir kommen auch durch den Knochen durch und dann immer noch in die Lunge rein. Und das macht's halt aus, das macht eben den Unterschied aus, wenn wir hier auf den Waschbären gehen. Das ist eben mit dem anderen Gewehr, Kaliber 22, ist das einfach nicht drin. Keine Chance, ne? Da hat man dann immer diese Muskeltreffer, aber das ist es natürlich auch nicht. So, jetzt hatten wir hier tatsächlich den, ich glaube, ein zweites Mal angeschossen. Ja, das war der, der schon so träge war. Weil er natürlich schon angeschossen wurde. Nichtsdestotrotz ist er. Und vielleicht teste ich einfach auch mal jetzt die, vielleicht doch nicht die Piercing-Munition, sondern doch die mit der größeren Aufpilzung. Vielleicht auch gar nicht verkehrt. Das war ihn. Alter, der rennt aber jetzt weit, ey. Und da vorne liegt er, ja. Dass wir ihn dann vielleicht doch noch schneller stoppen, den Waschbären. Weil so ist es eigentlich natürlich auch nicht ideal, ne? Ich meine, es war vielleicht auch nicht ideal getroffen. Schauen wir mal eben. Ja, Muskel, Darm. Ja. Natürlich von der Seite hier knapp an der Lunge vorbei. In der Schnelle. Ja, wie gesagt, nicht ideal. Hier haben wir aber nochmal Blutspuren. Das heißt, der andere ist auch hier hingerannt. Können wir auch direkt verfolgen, beziehungsweise da liegt er ja schon. Erstmal muss ich mir merken, hier diese Felder. Dadurch, dass die so offen und so frei sind, ist das ja wirklich gut. Man kann ja super weit gucken. Sehr, sehr angenehm, auch für die Hasen. Und höchstwahrscheinlich auch noch für die Wachteln. Da werde ich hier noch ein bisschen weiter rumrennen. Irgendwo wird man ja schon die Wachteln finden. Zack. Ja, ganz schlecht getroffen. Nichtsdestotrotz noch bekommen. Und jetzt gehen wir mal eben rein hier ins Inventar. Und ich ziehe mir von der Munition. Da ist es. PSG 15, Aufpilzung 3. Und das andere ist Aufpilzung 10, Durchschlagskraft 7. Die ziehen wir jetzt mal rein. Da sind sie, die 10 Schuss, sind auch schon automatisch drin. Und da bin ich jetzt natürlich sehr gespannt, inwieweit sich das jetzt auswirkt. Ob das vielleicht dann doch noch gerade für die kleinen Tiere und gerade eben mit dieser deutlich stärkeren Munition in der Stufe 1, ob das vielleicht dann doch nochmal eine bessere Wirkung hat. Wäre natürlich echt interessant, ob das so klappt. So, halten wir noch ein bisschen Ausschau hier. Nochmal einen Waschbär in dem Kaliber wäre natürlich jetzt perfekt. Ich könnte natürlich auch noch mal ein bisschen mit dem Caller ein bisschen rufen. Ob da irgendwas antwortet. Aber ja, genau das hier ist es halt, ne? Wenn man eben über die Felder so weit schön gucken kann. Perfekt. 150 Meter Weite. Oh, da hinten sind die Schweine. Die lassen wir aber jetzt. Da müsste ich jetzt sonst mit dem... Oh, und der Mief geht auch genau dahin. Da müsste ich halt sonst mit dem Revolver oder so mich anschleichen. Das machen wir jetzt nicht.
Die lassen wir aus. Was haben wir in die Richtung hier? Die Straße hoch. Wäre natürlich auch wieder perfekt. Ja, 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 ja. Ist ja gut, ist ja gut. Der Eber. So, was haben wir hier für Spuren? Waschbär, wie gesagt, wäre nochmal gut. Schweine in die Richtung. Hm. Okay, ich call nochmal ein bisschen. Schweinespuren, 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 Schweine, Schweine, Schweine. Quack. So ein Brokkoli da hinten. Ja, aber eben auch alles im Mief, ne? Also in die Richtung macht es gerade nicht wirklich viel Sinn. In die andere Richtung wäre halt perfekt, aber da bin ich natürlich auch schon sehr nah in diesem Bereich hier. Bis zum Ende des Feldes ist ja nicht mehr viel. Wohin gehen wir? Eigentlich schon wieder zurück aus den Feldern raus. Aber auch in den Wäldern rennt ja auch der Waschbär rum. Von daher, so ganz wild ist es jetzt nicht, dass wir in die Richtung gehen. Und da ist er auch schon. Warnruf. Wir beruhigen ihn erstmal und sagen, Alden, entspann dich. Ich bin einer von dir. So. Gack, gack, gack. Und dann kommt er hoffentlich gleich an und denkt sich, Alden, ich habe mich umsonst verschreckt. Vielleicht mal hier in so eine Pflanze reinstellen. Ah, leicht getan, vielleicht nehmen wir die hier vorne. Mal einen näher. So geht's. Nee, so. So geht's. Oder hinlegen. Bei hinlegen hat man so wenig Übersicht. Vielleicht auch mal genau hinhören wieder. Ich glaube links von mir. Das ist genau das Blatt. Ja, 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 Alter, da steht er schon. Och. Och. Ja, da bin ich jetzt einigermaßen übergerascht und auch sehr gespannt, wie jetzt getroffen und vor allem wie weit. Ich bleib nochmal leise. Es kann sein, dass ich hier noch irgendwas anderes angelockt habe. Okay, gucken wir mal rein. Okay. Also, vom Durchschlag her anscheinend ausreichend, um quasi durch die Muskelmasse durchzukommen. Und groß genug von der Aufpilzung, also vom Loch, um mächtigen Schaden quasi, also ausreichend Schaden anzurichten, dass es quasi ein Instant-Schuss ist. Finde ich gut.
werde ich auf jeden Fall noch mal ein bisschen weiter testen, ob jetzt vielleicht in dem Fall doch die Munition mit der Aufpilzung besser wäre als die Piercing, die Durchschlagsmunition, dass man die vielleicht eher bei großem Wild verwendet. Auch da ganz interessant, wie du das machst beim Jagen. Weidmanns Heil, ihr Lümmels. Ich mache mich noch mal ein bisschen auf die Socken und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream auf Twitch. Bis dahin.